Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Kuchentv und ich dachte, ich baue das Video jetzt Freestyle-mäßig auf. Mich haben viele gefragt, Mensch, machst du denn überhaupt ein Video noch zu dem Thema oder sagst du was zu Kuchentv und Gina? Und ich habe auch ein Video ja angekündigt und viele haben mich auch gefragt, Mensch, warum kommt denn das nicht? Ich wusste jetzt nicht von diesem ganzen Move, da bin ich ganz ehrlich. Ich äh, will auch die Vorgeschichte so ein bisschen ehrlich äh, euch mitteilen. Als ich dieses erste Video von Kuchen TV gesehen habe, war ich mir nicht sicher, trollt der jetzt oder was ist denn da los? Dann ging das aber wirklich zehn Minuten und ich war mir nicht sicher, finde ich jetzt das Fake gerade, trollt der oder ist das jetzt wirklich ernst? Und. Nachdem ich das so 10, 12 Minuten angeguckt habe und auch die Reaktion unter dem Video gesehen habe und da auch keine Auflösung in dem Video stattgefunden hatte, habe ich einen Impuls gefühlt. Und der war folgender, ich habe ihn als recht labil wahrgenommen und ich wusste nicht, was ist da jetzt los? Viele wissen von euch, er ist mir jetzt nicht sonderlich wohlgesonnen gewesen in den letzten Monaten, hat mich immer mal negativ erwähnt und ich weiß bis heute jetzt auch nicht so wirklich den Grund, aber nun gut. Ähm, wir sind uns auch irgendwann entfolgt. Eigentlich kamen wir sonst aber privat gut miteinander aus. Und da ich ihn halt kenne und Dina auch und dort zweimal zu Besuch war, dachte ich, komm, ich schreibe ihm jetzt einfach und sag, du komm, Kopf hoch. immerhin hast du es jetzt zugegeben. Und ähm, ich denke auch nicht, dass die Leute jetzt denken, dass du jetzt ein Serientäter bist. Ja, das habe ich ihm so in der Art geschrieben. Er hat es dann auch und wir am nächsten Morgen geliked und ich habe mir dann Gedanken gemacht, Mensch. Wie gehst du denn jetzt damit um? Ich habe auch in der Nacht noch äh, Jasnero zum Beispiel, der hier auch kommentiert hat, der äh, auch Top-Comment ist, ähm, geschrieben und gesagt, Mensch, ruf den Tim noch mal an oder schreib ihm mal, nicht, dass da vielleicht ir irgendwie doch was Ernstes hinter ist. Ja? Also ich habe mir dann schon Gedanken gemacht. Und ähm, wollte einfach menschlich sein. Ja? Also man hätte natürlich auch sagen können, ja, okay, der war jetzt die letzten Monate und Jahre jetzt eher äh, negativ äh, gegenüber mir eingestellt. Da hätte ich ja natürlich jetzt auch raufhauen. Ähm, Habe ich aber erstmal gelassen. Also das war jetzt nicht meine Intention. Ähm, ich muss auch sagen, das Video fand ich zwar sehr weird und auch ein bisschen grinch. Ja? Aber trotzdem irgendwie... Dachte ich, okay, da steckt ein Mensch hinter, den geht es jetzt vielleicht nicht gut. Und ähm, ich habe da meine Meinung einfach, ja, erstmal unter Verschluss gehalten, habe gesagt: Mensch, vielleicht braucht er wirklich Hilfe, da muss man nicht raufhauen. Ich bin sowieso kein Freund davon, jetzt ähm, Leuten, die, die am Boden liegen, äh, fertig zu machen. Ja, das ist zumindest nicht meine Intention. Jetzt kommen wir aber. Zu dem, was mich dann echt geärgert hat, wo ich gesagt habe, okay, so also langsam schwenkt das so ein bisschen um. Ähm, die Kommentare unter dem Video fand ich sehr grenzwertig. Also da waren wirklich Kommentare wie, äh, ja, ist doch gar nicht so schlimm oder, ja, äh, ich habe meiner Frau auch schon mal gehauen. Und da gab es wirklich sehr merkwürdige Kommentare, die das so relativiert haben, wo ich gesagt habe, ey, was ist denn mit den Leuten da los? Wie kann man denn so blind... Den Leuten dahinter herhauen. Also man überlegt sich, also müsste sie jetzt mal überlegen, hätte jetzt Miguel Pablo so ein Video hochgeladen zum Beispiel, dann hätten die das doch kaputt äh, gedisliked. Abgesehen davon, dass man die Dislikes jetzt leider Gottes nicht mehr sieht, ähm, hätten die Leute das bestimmt ähm, sehr negativ empfunden. Und am Anfang, also die haben es ja jetzt gerade umgestellt bei YouTube mit den ähm, Dislikes und Likes, dass man, also dass man die Dislikes äh, nicht mehr sieht. Das war ja zu Beginn des TV videos konnte ich die sogar noch sehen. Ähm, da war das am Anfang noch relativ gut bewertet, dann waren es irgendwann 20% Dislikes und dann ging es irgendwann, zuletzt waren es, glaube ich, über 30, 35.000 Dislikes, glaube ich als er es dann runtergenommen hat und dann habe ich gesagt, okay, er nimmt es jetzt runter, finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch. Vielleicht ist ihm bewusst geworden, dass es irgendwie ein bisschen unangenehm ist und auch zu Meme gemacht wurde und Co. Und ich habe mir dann gedacht, okay, finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen blöd. Und das zweite Video hat mir irgendwie auch nicht so richtig gefallen, weil, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie auch nicht und gelungen. Also zum einen war es mir unangenehm für Gina, dass sie jetzt nochmal quasi vor... Auf die Bühne quasi geschoben wurde, in dem Moment, zumindest vermeintlich, ja, in dem Moment. Und äh, mir war es irgendwie auch unangenehm mit einigen anderen äh, Dingen da in dem Video, wo ich gesagt habe, also irgendwie so richtig, ähm, ja, so richtig angekommen scheint irgendwie die Kritik bei ihm jetzt nicht zu sein, ja. Also da haben ja wirklich viele auch Kritikvideos gemacht, wo ich auch sagen konnte, okay, Okay, ja, kann man machen, äh, kann ich die Punkte verstehen. Müsste er doch eigentlich auch, weil er hatte sich ja im Video auch so geäußert, ja, ihr könnt mich jetzt haten, ihr könnt mich kriti äh, kritisieren und so weiter und so fort. Und das fand ich alles ein bisschen komisch. Dass das dann halt auch auf den sozialen Netzwerken überhaupt nicht stattgefunden hatte. Und ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass keiner der anderen Meinungsblogger und auch keiner der größeren YouTuber was äh, dazu gesagt hat, was dafür natürlich spricht, dass das wahr sein könnte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube darüber war gar nichts mehr. Ne? Ähm, ich finde es auch schade, äh, ja, äh, dass diese Vorwürfe einfach im Raum stehen gelassen werden. Ja? Also, ich hätte das, wie gesagt, äh, mutig gefunden, wenn das jetzt echt gewesen wäre, ja, ich hätte trotzdem die Tat als solches verachtet, ja. Trotzdem bin ich ein Mensch, der jetzt Leute nicht cancelt und, und dann zumindest, wenn ich sehe, okay, dem geht es jetzt gerade scheiße, dem die Hand reiche, ja. Ähm, dennoch habe ich natürlich die ganze Zeit auch überlegt, machst du jetzt ein Video oder machst du keins, und ich hatte mich auf jeden Fall gewundert, dass die ganzen Meinungsbürger kein Video dazu machen. Das war mir irgendwie schon so ein bisschen suspekt, weil normalerweise reibt sich doch jeder in der Szene die Hände, wenn da irgendwie ein Skandal passiert. Und ähm, das kam ja nicht. Und warum mache ich jetzt ein Video? Weil ich dieses Video als sehr schwierig finde und nicht, weil ich jetzt enttäuscht bin. Also mir ist Q und TV relativ egal. Ich muss sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der schon mal häusliche Gewalt erlebt hat, ja, so ein Video. Und ich finde es halt auch ziemlich enttäuschend gegenüber seiner Community, die so loyal war, ja, also die wirklich hinter ihm stand. Ähm, selbst äh, als er mich immer mal äh, negativ erwähnt hat, äh, ja, sagen wir mal so, der eine oder andere äh, Stammzuschauer ist bestimmt dann nicht mehr hier auf meinem Kanal gewesen seitdem. Ja, es ist traurig. Aber es ist nun mal so, dass äh, ja, er der größte Meinungsbürger in dem Sinne ist. Und da die Leute dann halt auch oftmals sagen: Okay, dann gucke ich halt lieber ihn, wenn der den anderen nicht mehr mag. Oder wenn er ihn positiv erwähnt, dann guckt er einen wieder plötzlich. Ja? Also es gibt wirklich so welche. Ja? Ähm, das ist äh, recht komisch. Ähm, aber nun gut. Ich gehe jetzt hier mal auf die Kommentare ein. Finde ich nämlich recht interessant, wie das Video so generell ankam. Also ich finde das schlecht. Das ist ein Video, was ich persönlich dislike. So, ich habe aber auch kein Beef mit ihm. So, wir können gerne, so wie Alpha Kevin auch sagen würde, ein Bier miteinander trinken. Wir können es aber auch lassen in Zukunft. Äh, mir ist das relativ egal. Ähm, hier ist auf jeden Fall recht interessant. Ähm, Nero Grüße gehen raus. Mit dem Video habe ich ja gar nicht gerechnet, Kappa. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dich dabei beobachten zu können, wie du dir so dermaßen ins eigene Bein schießt. Haha. Und. Was dafür spricht, ist zum Beispiel, dass Jasnero auf meine Nachricht in der Nacht ähm, ja, nicht geantwortet hat. Also, der hätte ja auch sagen können: Ja, ich leite das weiter. Da wollte er vielleicht mich nicht anlügen in dem Moment und sagen: Ey, ich habe jetzt irgendwie Gewissensbisse, der hat eine nette Nachricht geschrieben. Oder, also sorry, Jasnero, dass ich das jetzt ausplaudere. Oder, also, ja, äh, er äh, lügt jetzt, ja, aber das glaube ich jetzt nicht. Also, es, ich glaube schon, dass es jetzt dafür spricht, dass er da wirklich Bescheid wusste, ja. Also, obwohl, ja, ich könnte jetzt Kuchen-TV einen reinwürgen, ich gehe jetzt hier offen mit um. Ähm, aber äh, dennoch die Aktion als solches, ja, und die Vorwürfe bleiben ja trotzdem im Raum, also und die Aktion bleibt ja trotzdem blöd. Ja, also, nun gut. Ähm, hier steht, äh, sagt auch der Charmer Detective, Grüßen gehen auch an dich raus, mein Lieber. Übler Move, wirklich. Und ich finde, den, äh, der Umgang mit der Reaktion hat ein wirklich extrem negatives Bild nach außen getragen, das sich auch in deiner Kommentarspalte wiedergefunden hat. Aber du sagst ja selbst, dass es keine gute Idee war. Trotzdem bin ich sehr froh über diese Auflösung und hoffe, du nimmst solche Themen in Zukunft nicht mehr als persönliche Waffe. Denn mir ging es als Betroffenen sehr wohl um die mega abgefuckte, äh, abgefuckt erscheinende Situation. Und möchte mich für die Vermutung einer Mauschelei unter ein paar von euch großen YouTubern entschuldigen. Ja, also das war ja auch so ein Vorwurf vom reagierten Unge nicht. Und ich muss auch sagen, ich war von Unge echt bedient. Ja, also ich habe das nicht verstanden. Normalerweise äh, wird sofort auf die Leute eingedroschen, wenn so ein Video hochgeladen äh, wird. Und dann, wenn KuchenTV kommt, Kam nichts. Also das spricht auch zumindest auch dafür, dass das dann doch vielleicht so ein bisschen geplant war. Dennoch bleiben ja die Vorwürfe ja, von ABK im Raum. Also es hat jetzt irgendwie alles nicht so wirklich geholfen, Tim. Ja, also ich meine es nicht böse, aber es hat wirklich nicht geholfen. Aber sag es ja selber in dem Video auch. Äh, hier schreibt noch auch ein größerer YouTuber, hat einen Haken, kenne ihn persönlich jetzt nicht, aber ähm, ich lese das ja auch nochmal vor. Hat relativ viele Likes. Sorry, aber sorry aber bin einfach endlos enttäuscht von dir dass du bei so einem Thema so etwas abziehst das ist ja toll dass du irgendwelche Hater von die hops nehmen wolltest aber du hast dadurch auch den teil deiner community der dir dir rückhalt gegeben hat und das selbst bei so einem extrem kritischen thema massiv Disrespected, ja. Geschweige denn die Leute, die mit diesem Thema schon in ihrem eigenen Leben zu tun hatten. Und da kann man ihm nur beipflichten. Ich könnte auch wetten, dass du bei jedem anderen so einen Move kritisiert hättest, wie respektlos das ist. Definitiv. Wir überlegen uns jetzt mal, was mit Miguel Pablo passiert ist, als der ähm, vorgetäuscht hat, dass er schwul ist. Ja. Äh, ich folge dir schon wirklich extrem lange und stand fast immer hinter dir. Wenn mir Leute in der Vergangenheit auf Discord gesagt haben, wie sie dich verabscheuen, habe ich gesagt, dass du voll in Ordnung bist, aber das hier, das geht gar nicht. Das Fallenstellen überlasst man lieber, halt lieber Feierkunden. Also was sie jetzt auch mal gegen Feiergunden haben. Ähm, gut, war ein kleiner Insider-Meme. Da muss ich auch nochmal ganz ehrlich was zu Tim sagen, was mich im Nachhinein auch sehr gestört hat. Also du machst ja Leute ganz gerne auch mal zu Meme mich eingeschlossen oder disst Leute in deinen Videos, das ist ja auch irgendwie deine Kunstfigur. Privat warst du immer zu mir nett, ja, aber ich muss auch sagen, manche Sachen sind ein bisschen grenzwertig und gerade bei Feiergoden so auf die Optik damals gegangen zu sein, muss ich sagen, ist mir immer noch so ein bisschen, da ist mir ein bisschen unwohl, weil, wie gesagt, stell dir mal vor, dass, dass deinem Sohn passiert später mal sowas, ja. Also versuch da wirklich ein bisschen Empathie zu entwickeln, ähm, und höre dann auch vielleicht mal nach, nach ein, zwei Tagen mit so einem Gag auf und das muss ja dann nicht über Monate gehen. Ähm, ja, ansonsten würde ich auch nochmal gucken, was sind denn die neuesten Kommentare, ja? Wie haben jetzt die Leute, die jetzt nicht aus der aktiven Bubble jetzt, sag ich mal, äh, kommen, die jetzt in der ersten Stunde mega aktiv sind, reagiert, sondern wie geht es jetzt bei den ganz neuen Kommentaren ähm, ab? Und da geht es sehr negativ los, ja? Ähm, hier geht es zum Beispiel weiter. Es ist scheiße, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Ehrlich, wie cringe kann man sein, wirklich? Bitte löscht deinen Kanal. Also schon mal ein negativer Kommentar. Alter, das ist so ein Drecksmove von dir. Ich feiere dich so geil. Also auch jemand, der das lustig findet. Ähm, dann geht es hier weiter. Keine Ahnung, war Todeslust und das ist jetzt halt echt scheiße, wenn du so ein Feuer im Internet erstmal anzündest kriegst du das so schnell nicht mehr aus und ich verstehe es wirklich nicht, wie das dir nicht klar gewesen sein kann. Das verstehe ich auch nicht, weil, wie gesagt, ich halte jetzt von, äh, also ich denke nicht, dass Kuchen TV äh, jetzt äh, dumm ist. Ja? Also der ist ja Profi in dem Geschäft und er müsste ja irgendwie gemerkt haben, dass das einfach vollkommen die blödsinnige Situation ist. Also egal, wie er es jetzt dreht, äh, aber sagt er selber, dass er so blöd war. Ja? Und auch wenn du das jetzt versuchst zu löschen, Hast dir damit eine Menge kaputt gemacht, was du dir über Jahre aufgebaut hast. Ich kann wirklich verstehen, was in deinem Kopf abgegangen ist, also nicht wirklich verstehen, was in deinem Kopf abgegangen ist, ähm, dass du dachtest, das wäre eine gute Idee. Dein Privileg war, dass du 90% normale Community und 10% Idioten hattest. Und mit dem Move hat, hast du halt nur deine eigene Community, die, die deinem Wort glauben verarscht. Und das hättest du wissen müssen. Ja. Hat Niklas jetzt auch nicht unbedingt ähm, recht. Hey, Mr. Tim, wie viele Leute haben das Video gesehen Das würde mich auch interessieren. Es ist wirklich echt schade, dass YouTube das abgestellt hat, gerade bei solchen Videos. Ähm, du hast sehr starkes ADHS, Junge. Gut, das, das ist jetzt auch komische Kommentare. Ich denke, du machst es nur, weil du Angst hast, dein Kind zu verlieren. Äh, mit äh, Augenzwinkern. Also jetzt gibt es auch Fake-Vorwürfe, das muss man ja auch ganz offen sagen. Ähm, ja, also, dass Leute auch Anzeigen rausgehauen haben. Ja? Weil man kann das ja anzeigen, häusliche Gewalt. Und da kann es wirklich negative Konsequenzen haben. Ja? Also von daher war das alles nicht clever. Ja? Also das war wirklich nicht gut. Und ich hoffe, wie gesagt, dass er nicht sein Kind verliert und wünsche das auch gerade seiner Freundin nicht, ja, also aufgrund so einer blöden Situation. Aber ich denke, das wird nicht geschehen. Und ich denke auch, ja, das möchte ich auch nochmal zum Schluss sagen, dass er jetzt und sie auch vernünftig mit dem Kind umgehen, ja, falls da jetzt noch Gerüchte im Raum sind. Also ich will hier nicht nachtreten, aber ich sage halt auch ganz ehrlich, dass das nun wirklich eine absolut dämliche Aktion war. Ich lese jetzt noch einen Kommentar vor, kurze Anmerkung. Du gibst deine Community Props und am Anfang sagst du, Gewalt gegenüber Frauen ist wichtig und juckt keinen, aber deine Community hat dich in Schutz genommen, obwohl du ja vermeintlich deine Freundin geschlagen hast. Kuchen Bro, denk mal nach. Ja, ähm, heftig und Gut, wir lesen noch den einen Kommentar äh, vor, weil der hat mich auch so ein bisschen was gestört, aber im Prinzip sind das jetzt fiktive Videos, die jetzt inszeniert waren. Wir gehen jetzt da mal von aus, das stimmt jetzt alles. Und ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen, dass es stimmt. Ja? Also, wie gesagt, da sprechen ein paar Sachen für, habe ich ja in dem Video auch gesagt. Ähm, dennoch finde ich die Aktion blöd, ähm, was aber so oder so. Blöd ist, sollte jetzt China geschlagen worden sein, ja, dann würde ich das sehr, 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 sehr schade finden, dass sie über Jahre als Lügner da gestanden hat. Sie äußern sich jetzt beide gar nicht, ja, aber das wollte ich hier ähm, nochmal vorlesen, weil ich das hier kurz überflogen habe. Egal, was man, äh, wie man es sieht, du hast dich so oder so selbst ins Gras beißen lassen, Variante 1. Gina hatte recht und du hast sie über Jahre hinweg als Lügnerin dastehen lassen. Variante 2, welche auch eingetroffen ist, du hast das Video nur gestellt, was Gina dennoch schadet, indem du mit dieser Auflösung quasi sagst: Ich habe sie doch nicht geschlagen. Was wieder heißt, dass sie anscheinend doch gelogen hat. Und die Punkte, die, dass sie Jahre als Lügnerin dastand, nicht ernst genommen und geheldet wurde, dir quasi egal sind. Und das alles nur mit der ABK Army ein Feindbild zu geben. Und ich muss halt auch sagen, ähm, ja, ist durchaus äh, was Wahres dran an dem Kommentar. Und ähm, ja, irgendwie war das jetzt sehr auf Kosten der Frau. Ja? Und das finde ich jetzt persönlich schade, ähm, weil ich hoffe halt, wie gesagt, dass die beiden jetzt da glücklich werden, ja? auch wenn wir jetzt nichts miteinander zu tun haben. Und, äh, aber das ist hinterlässt irgendwie alles nicht so einen geilen Nachgeschmack, die ganze Nummer. Also, ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig, richtig bescheuert, die Aktion. Also gut, er sieht es ja selber so, ähm, wie gesagt, ich hoffe, es hat jetzt keine Konsequenzen. Ja, also ich bin da empathisch genug, um zu sagen, okay, ähm, ja. Ich bin gespannt, ob die Leute ihn jetzt trotzdem weitergucken oder feiern. Also ich. Äh, finde es schon krass, ähm, finde ich gegenüber der Community auch schade, die da wirklich auch hinter ihm gestanden haben. Ähm, die Vorwürfe stehen weiterhin, weiterhin im Raum. Ja. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt sollte. Ja, also, keine Ahnung. Das sind jetzt meine äh, zwei Sätze dazu, oder auch drei. Ja. Ähm, uncut meine Gedanken dazu, direkt nach dem Video, wo ich das gesehen habe. Ich lade das jetzt für euch so hoch. Und Grüße gehen dann auch raus. Wir sehen uns dann. Bis bald und ciao, ciao.